Moin moin und herzlich willkommen. Wir sind immer noch im Druidenhain. Wir haben hier mit dieser komischen Kaga noch nicht gesprochen, aber wir hatten das Vergnügen schon mit ihr. Wir haben sie schon einmal kennengelernt. Sie scheint sehr, sehr übel zu sein. Ein bisschen leiser machen hier. Sie scheint machthungrig zu sein, übel zu sein, grausam zu sein. Sie ist diejenige, die ganzen Teuflinge da rausschmeißen, Tieflinge rausschmeißen möchte. Sie ist diejenige, die den Hain abriegeln möchte. Und sie ist anscheinend auch sehr erfreut darüber, dass der wahre Oberdruide weg oder vielleicht sogar tot ist. Des Weiteren hat sie irgendwie, ein Faible dafür, wirklich schlimme Dinge als. Sie hat eine fette Schlange und wollte ein Kind, das gestohlen hat, dieser Schlange überlassen. Und er hier, auch wenn die Schlange nur aufpassen sollte und sie gefangen halten sollte, aber er hier hat schon prognostiziert, diese Schlange ist auch nicht ganz dicht. Und das hätte schlimm ausgehen können. Also auf die müssen wir aufpassen. Und sie wollte mit uns sprechen. Das machen wir dann jetzt mal. Dann sprechen wir jetzt mit ihr. Ach übrigens, ich hatte schon den Verdacht, wir sind ja beklaut worden von diesen kleinen Bastarden. Ich hatte schon den Verdacht, dass sie uns die Gedankenschinder-Larve geklaut haben. Aber das haben sie zum Glück nicht. Ich weiß nicht genau, was sie uns geklaut haben. Vielleicht nur Gold. Egal. Mol, das ist wohl die Anführerin dieser kleinen Kinderdiebesbande. Die werden wir bestimmt auch noch irgendwo finden und dann werden wir sie mal zur Rede stellen. Aber eins nach dem anderen. Des Weiteren haben wir uns mit ihm hier unterhalten, haben uns bereit erklärt, dass wir Halsin, den Oberdruiden, den Heiler-Druiden suchen werden. Der ist ja mit dieser Abenteuergruppe losgezogen und vielleicht ist er von Goblins getötet worden, vielleicht aber auch nur verschleppt worden. Wir wissen, dass er sich in einen Bären verwandeln kann und wir werden ihn finden, wir werden ihn schon erkennen, wenn wir ihn sehen, sagt er. Naja, was noch? Schattenherz hat irgendwie zwischendurch Schmerzen und sie wollte uns klaren Wein einschenken, aber das Einzige, was sie gesagt hat, ist, ja, ich habe zwischendurch Schmerzen. Ich muss mal kurz das Fenster zumachen. Von daher sind wir irgendwie genauso schlau wie vorher. Wir wissen nur, dass sie Schmerzen hat und dass es angeblich nichts mit der Larve zu tun hat. So, das mehr wissen wir aber auch nicht. Dann haben wir diese alte Oma kennengelernt, die auch irgendwie so eine Art, die ist keine Heilerin, aber sie ist sowas wie ein Kräuter-Vibe oder sowas, ne? Die irgendwelche Tinkturen hat. Asterion fand es ganz witzig, ihr zu sagen, oder dass wir ihr sagen, was wir denn hier für ein Problem haben. Weil sie der Meinung war, sie hat alles schon gesehen. Es gibt nichts, was sie noch nicht gesehen hat. Ja, das hat sie tatsächlich noch nicht gesehen. Aber witzigerweise meint sie, in ihrer Hütte hätte sie was, was uns vielleicht helfen könnte. Bin gespannt, was das sein soll. Alles in allem machte sie aber einen netten, hilfsbereiten Eindruck. Ja, der Hund ist auch irgendwie ziemlich komisch. Also der Wolf ist auch ziemlich komisch drauf. Aber okay, vielleicht bewacht er das auch alles hier nur. Hoppala. Okay, Kaga. Dann hau mal raus, deine Sprüche. Go on. Say it. You think I'm a monster? Ja, recht nah dran. Ihr wolltet euresgleichen beschützen. Dazu braucht man manchmal Grausamkeit. Ja, nee. Ich wollte nur sehen, was passiert. Nur ein Monster würde ein Kind bedrohen. Und was würde die Mönchin sagen? Die Mönchin würde sagen, euer eiserner Wille ist beeindruckend. Wenn auch etwas spröde. Spröde? Ja, nee. Gehe ich nicht mit dir den Weg. Ist zwar durch, also der erste Teil, ja, ist klar, dein Wille ist beeindruckend, aber spröde finde ich irgendwie die komisches Ende für den Satz. Ich hätte eher gesagt, euer eiserner Wille ist beeindruckend, aber auch ein bisschen bescheuert. Aber die anderen Antworten gefallen mir auch alle nicht so richtig.
Ich wollte nur wissen, was passiert. Nee, das ist ja bescheuert. Das geht mir zu weit. Ja, beschützen und ja, manchmal ein bisschen grausam, aber ein Kind einer Schlange auszusetzen ist ein bisschen zu heftig. Ich würde fast sagen, auch wenn es ein Dieb ist, sie ist eine Diebin. Aber so sehr, na gut, eigentlich darf ich das nicht sagen, weil ich will dem anderen Kind selber auf die Fresse hauen. Von daher ist das nicht gut. Das würde ich mich ja selbst belügen. Ach komm, wir nehmen die Mönch. You speak in paradox. I care not for steel, but I know if it bends, it breaks. I will not allow this grove to be broken. I took back the idol of Sylvanas, and the rite has resumed. We will seal the grove. Free from harm. Free of intruders. Ich finde auch, ihr könnt ja auch diese Leute nicht verstoßen. I am first druid now. Das mag ja sein. The circle, whatever the cost. You showed great metal at the gate. The metal of a skilled sword for hire. I want you to provide your services to the tiefling leader. Zevlor, he's called. Offer to guide the outlanders out of the grove. I'm sure they'll reward you well. They're to be gone before final prayer. If they are not, the viper must strike. Ich soll Geleitschutz geben? Ich muss schon wieder husten. Entschuldigung. Oh Mann. Hab mich verschluckt. Dann sollte ich wohl mit Zevlor reden? Der Leitschutz ist ja immerhin schon mal ein kleines Entgegenkommen, ne? Besser als einfach vor die Tür zu setzen. Was hast du in der Tasche? Ein Hühnchen? Du trägst ein Hühnchen mit dir rum? Regenerationsbeeren. Kosten nix. Schenkst du mir die? Schenken tut sie mir die nicht. Ich kann dir dafür eine Zange geben. Okay. Bescheuert. Okay. Quatsch so viel ihr wollt, die Flüchtlinge sind nicht meine Sorge. Er sagte, nee, das ist auch doof. Ach. Ich habe keine Zeit dafür. Ich muss eigentlich den... angreifen ist auch nicht richtig. Wenn ich jetzt... Wie lange braucht ihr denn mit eurem Ritual noch? Wenn ich jetzt davor noch 10 Tage Richtung Baldur's Gate latschen soll und dann noch Richtung Druiden, bis dahin ist meine Zichanki-Kriegerin, die rastet aus. Die rastet völlig aus. Wir sollen zu der Krippe hin. Wenn ich jetzt noch 20 Tage Umweg mache, das geht nicht. Ich kann aber auch nicht sagen, die Flüchtlinge sind nicht meine Sorge. Jetzt habe ich das Thema ja schon angefangen. Oh Gott, ich komme hier nicht mehr raus, ne? Ist ja normal. Scheiße, Mann. Ja, ich rede mit Zevlor. Ach was. This tale ends but one way. With the Outlander rot cleansed and the grove forever shrouded. Ja, du bist ja auch nicht ganz dicht, Alter. Was redest du denn da? Why are you here? I sent you to Zevlor. Ich suche die Heilerin. Nettie. Ja. She's bumbling about somewhere. But if your treatment is meant to outlast the rite, you'll be removed with the rest. Was ist das eigentlich für ein Ritus? The rite of thorns. It is the tree father's gift that none come to harm. When we speak the final prayer, the great vine will sprout forth. The grove will be cloaked in bramble and thorn. No one enters, no one leaves.
Sanctuary. Mhm. None of this can happen while Outlanders infect us. Sylvanas demands that we choke them out. Ist es so? Sylvanas fördert das? Ja, also sie muss hier irgendwo rumbummeln. Also pass auf, wir hatten ja hier eine gesehen. Hier ist das, nein. Hier war irgend so ein Raum gerade, da war ein Kochtopf drin. Da, was? Du bist bestimmt Nettie. Oder? Gemächer? Das sind Gemächer? Okay. Das ist hier die Krankenstation für Vögel. Hast du ihn hingekriegt? Darf ich jetzt mit dir reden? Ja. I see you. Ja. Just give me a moment. Okay. Ich bin wichtiger als der Vogel, du Vogel. Kann ich dir helfen? A moment. This medicine. There. It's up to her now. Life or death. Now, what was it you needed? Ich suche Nettie. Naja, na gut, ich meine, steht zwar da, aber wir spielen mit. Komm, ich suche Nettie. You found her, but I still don't know what she can do for you. Okay, jetzt können wir das sagen. Ich brauche Heilung, und zwar jetzt. Come here, let's have a look at you. You seem healthy enough. A bit tired around the eyes, maybe. Ich habe eine Larve im Kopf. Ja, wenn sie mich heilen soll, muss sie schon wissen, worum es geht. Mind Flayer Tadpole. Oh, du weißt, worum es geht, ja? Ihr kennt die? I'll do what I can. Come, follow me. I might be able to help. We need to be quick. This way. Hast du das schon mal gemacht? War hier schon mal jemand? Coole Tür. Geh du mal lieber vor. This one had the same problem as you. Attacked us in the woods together with some goblins. Tadpole crawled out of his head soon after. Habt ihr ihn getötet und auf den Tisch gelegt? Willst du mir keine Antwort darauf geben? Was ist das? Ein Dornstachel? Ein Dornstachel? Ein stacheliger... That was Master Halson. Oh. I pity you got me instead of him. He understands these things. Studied them. Still, we have options. All right. Let's see what we can do. Was willst du mit dieser Dorn... mit dem Dornenstock da? was ist das? Soll mich das heilen? She shifts uneasily, hesitating. Something's off. It might. But first things first. Tell me about your symptoms. Have you noticed anything strange happening? Ich kann meinen Verstand mit dem von anderen verbinden. Ich bin von einem Schiff vom Himmel gefallen. Etwas hat mich aufgefangen. Ein Intellektverschling hat mit mir gesprochen, als wäre ich seinesgleichen. Nö, nichts Seltsames. vielleicht. Ja, aber erst eins nach dem anderen. Sie will also erstmal wissen, was ist denn los mit mir.
Ja, soll ich jetzt alles drei erzählen? Also ist ich bin von einem Schiff im Himmel gefallen. Protected from on high. Sounds like the Drow. Master Halson said he was tougher than he had any right to be. How'd you pick up the parasite? Halson was desperate to find where all this was happening. Ich wurde entführt und infiziert. A mind flayer ship? But Master Halson was sure. Look. You've been straight with me, so I'll be straight with you. You're dangerous. If you transform here, we're all dead. But you seem like a good soul. You deserve a chance to save yourself. This is a vial of wyvern poison. Swear to me, you'll swallow it if you feel any symptoms. Das könnte mich doch nicht heilen? Was ist das mit dem Zweig da? The thorn? Coated in a fatal toxin. It was a last resort, in case I couldn't trust you. I don't have a cure. Only a way out. I'm sorry for misleading you, but I had to be sure you weren't a threat before I told you everything. Now, do I have your word or not? Das ist fair. Du warst ehrlich. Will ich es nehmen? Wann soll ich es nehmen? Bevor ich verwandelt werde, ne? Was hast du denn so in der Tasche? Feuerresistenz, Vorratspaket. Seelenmünzen, Tierfreundschaft. Gute Beeren. Irgendwie wollt ihr dafür nichts haben, ne? Ich gebe dir zwei Kerzen dafür. Ich will kein Mindflayer werden. Oh, wollen sie alle nicht. Hier. You know, I've spent my life treating folk and never once saw a mind flayer infection. Then suddenly, there's dozens of you. Maybe more. Master Halson and I were tracking, studying, trying to figure out what the hell was going on. Ja, genau, what the hell is going on? Was ist hier? Was, wir türen auf und zu hier. There should be a small army of mind flayers out there. But you're not. Weird powers aside, you seem perfectly normal. Ja, das hatte Gail auch schon festgestellt. Habt ihr denn nichts daraus gefunden, als ihr das studiert habt? For one, that thing in your head is like nothing we've ever seen from mind flayers. It's one of their worms for sure. But this one gives you powers, telepathic connections, and it doesn't turn you into one of them. Not yet, anyhow. Ist das eine gute Nachricht? Could be, but there's a lot we don't know. Infected, folks like you, have been converging on an old temple of Saluna, and I've no idea why. When Master Halson heard the adventurers were heading that way, he saw a chance to get answers, joined on the spot. Whatever he found there, he didn't make it back. Also nochmal, andere wie ich, andere wie wir, die so ein Ding im Kopf haben und sich nicht verwandeln, haben sich alle irgendwie an so einem Tempel der Selune getroffen? Ist das das Nachtlied? Ist das Nachtlied so eine Art Ritual? Oder? Das fand er interessant, deswegen ist er da hingerannt. Da sind also ganz viele so wie wir. Was wollt ihr? The thing is, I've sent birds to find him, but the place is rotten with goblins. None of us can even get close. You, though, you're one of them. Technically speaking, I mean.
They won't kill someone carrying their parasite. If you can find Halsin and get him out of there, we can discover what he learned. And perhaps he can save your life. How's that sound? Klingt formidabel, aber der Satz machte doch gar keinen Sinn, den du da gerade gesagt hast, oder habe ich das so falsch verstanden? Da ist alles voller Goblins, deswegen kommen deine Vögel da nicht durch. Aber wenn ich da hingehe, dann werden sie mich als ihresgleichen erkennen. Wer, die Goblins? Oder die anderen Mindflayer-Infizierten? Du meinst natürlich die Typen mit den anderen Menschen, die anderen, die Larve im Kopf haben. Aber es hat ja nichts mit den Goblins zu tun, die sind ja trotzdem gefährlich. Egal, ich werde ihn definitiv suchen. Ihr stellt alle möglichen Thesen auf, die mich umbringen können. Ja, das tut sie in der Tat, aber anscheinend kann uns hier sowieso alles und jeder umbringen. Spätestens das Ding in unserem Kopf. Seid ihr sicher, dass er mich heilen kann? Nee, ich glaube nicht, dass sie sicher ist. Aber wir fragen mal. I can't make any promises. Nee. This is like nothing we've seen before. Ja, okay. Wir sind, I know this for sure. Wir sind Versuchskaninchen. Master Halsin is the only one close to understanding these things. He's your best bet to survive. Okay, wenn dann. Otherwise that vial's your only option. Ja, okay. Also wenn dann höchstens er. Wir wissen es aber nicht. Und ansonsten haben wir den Ausweg jetzt. Ich suche ihn. Thank you. It would mean everything to the group. To me. I wish I could tell you more. But only those adventurers know what happened out there. All I can say for sure is they all went to the old temple of Saluna. And Master Halsin didn't make it back. Good luck out there. And if things start to go bad, remember the vial. Remember your oath. Ja, das tue ich. Jetzt haben wir das bekackte Gift. Alles klar. Abgeschlossen. Lauf nicht weg. Ich wollte dich noch was fragen. Bin dein Heilmittel. Was stand da? Ich konnte es schnell nicht lesen. Better than becoming a mind flayer. Keep it. In case things start to go very wrong. Ja. Schattenherz hat gesagt, dieses Gift hat sie noch nie probiert und ich hoffe, das bleibt auch so. Aber besser als ein Schinder zu werden. Okay. Was ist hier so los? Hier ist irgendwie so ein Mix aus Rot und nicht Rot. Something in that vessel. Take a closer look. What? Welches Vessel? Du hast auch so ein Ding in hier. Nee, das ist nicht gut. Ja, ja. Du hast auch sowas hier. Sammeln jetzt alle sowas? Zerlegter Draw. Na super. Was ist hier los? Rune des Adlers. Bär. Dann ist hier wohl der Wolf drin, ne? Was ist hier noch so? Ach du Scheiße. Ach du lieber Himmel, diese 1000 Bücher. Und ich darf nicht eins davon lesen. Nee, lesen ist auch verboten. Das würde ihr nicht gefallen. Ganz schön viele hier. Sichtungsbericht. Das mit dem Stehlen sollten wir... Ich darf noch niemals einen Pilz pflücken. Was ist denn das für eine Welt hier, ey? So, Bullywuck, das ist auch ein Pilz. Okay, das hier ist also wirklich alle... Ach, da darf ich dran, oder was? Was hast du gesehen? Was hast du gesehen? Verdammt nochmal, was hat sie gesehen? was ist das? Herbstkrokus, nein. Das da? Nee, die lagen davor. Verdammt nochmal, was hast du gesehen? Hier?
Sollte das nicht irgendwie jetzt leuchten, was sie gesehen hat? Scheiße, Madame, wo war sie denn? Sie war doch hier irgendwo. Schattenherz, was hast du gesehen? Das hier? Könnte sein. Aber das müsste doch auch jemand anders gesehen haben, oder nicht? Oder ich weiß es nicht. Haben wir das schon vorher gesehen? Verdammt nochmal. Was für ein Wurf war das? Wahrnehmung. Also tatsächlich irgendwie ein Erdhaufen oder so, warte mal, ich war ja schon hier. Keine Ahnung. Verdammt, keine Ahnung, was sie gesehen hat. Hat sie die Tür hier wahrgenommen? Hatte ich die Tür gerade noch nicht gesehen? Das kann ich noch niemals sagen. Ich weiß es nicht. Darf ich dich untersuchen? Zerlegter Draw. Ein Lolf ergebener Draw. Also ein sowas wie ein böser Draw, ne? Okay, ich finde interessant, dass ihr hier auch so eine Gedankenschinderlarve habt. Ich gehe hier lieber nirgends ran. Die Nettie war die einzig Nettie hier. wenn ich mit der verscherze, habe ich gar keine Verbündeten mehr. Bist du müde? Wenn ich den Halsin retten kann. Erstmal muss ich ihn finden. Wenn ich ihn retten kann. Vielleicht ist er dann bereit, mir hier die Sachen zu zeigen, die hier so rum sind. Weil ich bin ja dann wohl sein bestes Exemplar, oder? Kannst du noch irgendwas sagen? Ich hätte gerne einen kleinen Handel mit dir. Ich hol Halsin. Any word on Master Halsin? Nee, ich bin noch gar nicht losgegangen. Nee, was geht nicht. Achso, nee. Schade. Ich hätte gerne so einen kleinen Tausch gemacht. Ich gehe Master Halsin suchen. Und du sorgst dafür, dass das Ritual hier ein bisschen länger dauert. Kann ich mit dir reden? Oh, ich hab Schluck auf. Das tut mir leid. I wish I could offer more assistance. For now, I must keep a close watch on Gorga. I hope to see both you and Halsin again soon. Wenn du ein Auge auf sie wirfst, finde ich das schon gut. Waren wir hier schon drin? Dienstbotenquartier. Okay. Klingt wie ein Hotel hier. Steinbrett. Ja, es ist überall das gleiche, ne? Man darf hier nicht ran. So, und das ist hier die Sunny Side of Life hier, oder was? Aber ist irgendwie auch nichts. Ah, das nervt mich, das wurmt mich jetzt. Was war das für ein scheiß Wahrnehmungswurf? Was hat sie da gesehen? Ich kann nur spekulieren, dass es die Tür war. Denn ich bin mir nicht sicher, ob ich die Tür vorher schon gesehen habe. Okay, die sind sich alle nicht so richtig einig, ne? Gibt's hier irgendwas, was ich nicht... Okay. Der Köter passt eh auf, wir hauen es ab. Das... Ne, die Tafel haben wir uns angeguckt, ne? Gucken wir uns die Tafel auch nochmal an, bitte. That mural, they look like dark justiciers. Wie was? Dunkle Justiziare? Das da? Eine dunkle Justiziare. Was sind denn dunkle Justiziare? In darkest hour, a concord made,
twixt harp and wild against the shade. Harp and wild? You recall stories of an alliance between druids and the harpers, but the details are vague. Hail from us. Yet Hafner. That's what matters. Wir nehmen das mal so mit. Guck mal her. Don't touch me. Halt die Klappe. Versteck dich mal. Kannst du das nicht? Ach, versteckt geht das nicht. Warum nicht? How delicious. No one stopped me yet. Wieso geht das jetzt? Was für einen Sinn hat das, dass ich da hochklettern kann? Wahrscheinlich ganz gut, wenn ich kämpfen will, hä? Kann ich hier auch hoch? Sollte ich mit den Stress haben? At least things have stayed interesting. Can't slow down. Wir kommen mal wieder hier runter. Kommt ihr? Gut. Ja. Jetzt haben wir aber ganz schön viel zu tun hier. Wir gucken uns hier mal um. Apikusis. Das ist immer das Gleiche. Alles ist hier verboten. Wer bist du? Hoppala. Was hast du in der Tasche? Hast du gerade mit dem Vogel gesprochen? Okay, das ist so typische Druidenantwort. Verdächtig. Aber ich bin wirklich nicht euer Feind. I forgive me. It is not you I fear. It is my brethren. Okay. I follow Korga every day. They are afraid and she offers a simple solution. Eject the refugees and we will be safe. Du stehst auch nicht auf ihrer Seite. Die Frage ist eigentlich, erübrigt sie die, aber ich möchte mal wissen, was sie dazu sagt. Perhaps not. But that does not make it right. Only Master Halsin can stop this. I pray my bird returns with news of him. If not, I fear for my people. Ja. Helft ihr bei diesen Haien, bei diesen Ritualgeschichten? I would prefer not to. But if Master Halsin does not return, Korga will give the order. And my voice will not matter. Ja. Okay. Also sie hat nicht alle hinter sich. Kann ich mit euch reden? Oder seid ihr so tief in dem Ritual drin, dass ihr... Boah, alles klar. Oh, geil gemacht, ne? Okay. Hauer, was sagst du denn dazu? Nö. Nee. Okay. Also irgendwie muss ich, also jedes Tierchen kann hier letztendlich auch was anderes sein, ja? Ist das so? Hm.
Ich sollte mit Tieren sprechen können. Ich glaube, wenn man als Druide spielt, ist das ein richtig krasses Spiel hier. Noch eine ganz andere krasse Nummer hier. Kannst du einfach jeden Vieh hier quatschen. Was sind das für Blubberblasen, die da aus deinen Ohren und deiner Nase kommen? Schnupper. Na, das kann auch nach hinten losgehen, ne? Ich hab einen Fisch, oder? Ich würde es ja ausprobieren, ne? Mit Tieren umgehen. Situationsabhängig. Das kann auch. Ich will das machen. Komm bitte. Okay. Na du? Na siehst du? Schläft schon beim Stehen ein. Ja, aber jetzt dürfen wir da hin. Kommen die alle raus hier? Mach mal den Hebel hier. Wohin geht denn das? Na toll, einer hat es nicht geschafft. Es war so klar. Kommst du mal bitte mit hier drauf? Nix hello, du gehst einfach hier rein. Mein Gott, nee. Träum hier vor sich hin. So, Hölzel. Wo geht's denn jetzt hier hin? Wieso heißt das Eichhörnchen Hölzel? Kick, 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 kick. Oh, das ist eine längere Aktion hier, okay. Na, Hölzel. Wie geht's dir? The squirrel lunges at your foot and bites it. Alter! Das Eichhörnchen treten ist jetzt ein bisschen. Wenn es ein Hund wäre, würde ich treten, aber ein Eichhörnchen. So ein bisschen ungeschickt, ne? Also. Wieso beißt du mich? Was soll denn das? Willst du mir irgendwas sagen oder bist du einfach nur Kacke? Schwein gehabt. You follow the squirrel's gaze to a pair of clumsy, ugly feet. Your own, on her territory. Looking around, her territory extends from one end of the grove to another. Das ist dein Reich hier. Ja, sorry, ey, das kann ich auch nicht ahnen, dass du hier so ein Empire hier hast, hier oben am Dach. Treten. Naja, tadeln? Du. Tadeln würde ich mal. Ja, das haut hin. Studies you for a moment before twitching her ears. Compromise. After a final squeak of warning, break the rules and there will be trouble. She scurries away. Alter, drohte mir Schläge an hier, alles klar. Wir haben Hölzel überzeugt, uns in sein Gebiet zu lassen. Er hat uns ein kleines Geschenk hinterlassen, damit wir uns von den Bäumen fernhalten. Was kriege ich denn hier? Ein Hyänenohr? Okay. Okay, du bist hier der Obermacker. Hölzel hat dir das sagen, alles klar. Du darfst passieren, bau aber keinen Scheiß, sonst gibt's aufs Maul. Alles gut, ja. Dann
Ich lasse die Bäume in Frieden. Ich will hier nur mal gucken, was hier los ist hier oben. Geil aussieht das hier. Komm mal hier hoch. Schöne Aussicht. Geht ja noch höher. Komm, wir gehen mal da hoch. Klappt das? Oh, was ist denn hier los? Grottenschrei. Ach, hier sind wir. Ah. Alles klar. Was ist das? Was ist das da drüben? Meine Güte, das geht ja hier noch weiter. Da ist irgendein Schiff. Ein kaputtes Schiff und... Ich dachte, dieser Hain ist klein, ey, aber das ist ja voll das Riesending hier. Okay, da kann man da, aus dem Hain kann man da raus. Dann geht's da noch lang. Und ich weiß nicht, was das hier ist. Weiter rumgehen kann ich nicht. Jo, Hölzel, hast mir gut geholfen. Ich hab was gesehen. Any last words? Squirrel's tail twitches in a lukewarm salute. Oh, ich nehme das mal als... Wo sind wir hier? Das ist der Eingang. Alles klar. Okay, dann kann man hier den direkten Weg in den Hain nehmen. Also in das Innere des Hains. Ich möchte mal wissen, was da drüben los ist. Boah, ist das riesig hier. Schaffst du es diesmal mit auf... Oh Mann. What a day. Du träumst den ganzen Tag nur. Geh mal hier rauf. Er träumt und träumt und träumt, ey. Wir müssen mal wieder ins Lager. Wir müssen mal wieder ins Lager demnächst auch, ne? Wir haben so viele Sachen erlebt. Wir müssen. Heist! Wir müssen reden miteinander. Ich fürchte, die haben alle ganz schön viel zu maulen und zu meckern und vorzuschlagen. Und ja, das machen sie ja nur, wenn wir. Was bist du denn jetzt schon wieder für einer hier, ey? Gut, ihr seid auf jeden Fall hier deep beschäftigt, ne? Also ich möchte mal da runter, aber ich will mal wissen, wer redest du mit dem Bären? Grün? Yes, I see. Wie? Sprichst du jetzt mit mir oder mit denen? Grün? I do wish I could understand you. Aha, er tut's doch nicht, alles klar. Grundlagenbuch über mystische Tiere. Lest das mal bitte. Oh, Entschuldigung, jedes Kapitel dieses Buchs beschreibt die kulturelle Herkunft eines anderen mythologischen Ungeheuers. Kapitel 5. Miniatur-Weltraumhamster. Oh, oh, oh. Über diesen Kryptiden ist sehr wenig bekannt, doch der Legende nach wählt er muskulöse Menschenmänner als Reittier, wenn er sich dazu herablässt, diese Ebene zu besuchen. Die Kreatur soll einen Quell unbeschreiblicher Macht besitzen, der nur ihr selbst bekannt ist. Sie verleiht ihrem Reittier aber vielleicht mystischen, vielleicht profanen Mut. Gerüchten zufolge ernährt die Kreatur sich gern von menschlichen Augen. Ja, da werden Erinnerungen wach. Das war der verrückteste Typ aus der ganzen Serie damals. Obwohl er auch nervig war, aber er war irgendwie cool. Ich habe ihn aber eigentlich immer eher als Fernkämpfer eingesetzt. Er ist nämlich ein krasser Fernkämpfer gewesen. Was macht ihr hier? Schafft ihr es noch nicht mal, hier den Weg runterzulaufen? Wer ist denn Orm? Hallo Orm. Bist du der am Anfang hier auf uns losgehen wollte? Oder uns Angst machen wollte? Kann man hier hin? Soll ich hier hin? Bringt das was? Kann ich da rüber? Kann man hier hin? Das wird doch wohl. Wirst du doch wohl schaffen oder nicht? Bitteschön, komm.
du schaffst das wieder nicht, oder was? Aha, okay. So, hier haben wir eine kleine Insel, oder was auch immer. Hat das irgendeinen Sinn und Zweck, dass wir hier hin können? Hier könnte man vielleicht auch rüber, dann könnte man hier hin, dann könnte man, ich weiß noch nicht genau. Wir schauen mal. Wir latschen erstmal hier hin. Kommen wir hier durch? Hier ist eine Truhe. Ach, die habe ich gar nicht gesehen. Oh, wie geil. Oh, wie gut. Wie gut, wie gut. Das bringt uns unserem Kampfstab erheblich näher. Wenn ich hier drauf springe. Oh Gott, schaffe ich das? Ich glaube nicht. Nee, nee. Komm her. Ach nee, Quatsch, hier hin. Ganz genau. Mit wem boxst du dich denn da? Okay. Macht es Sinn, darüber zu gehen? Hier ist ein Fall. Ja, so ein Schiff würde mich ja auch interessieren, ne? Wie komme ich denn da hin? Ey, warte mal, wir gehen wieder zurück. Warte, wer kann ja am besten springen hier? Du kannst springen. Nein. Du bist hier die. Genau, komm mit. Habe ich nicht genug Platz. Du kannst da nicht hin, weil das nicht genug Platz hat. Kommst du da rüber? Das ist auch nicht. Komm erstmal hier hin. Ich fürchte, zu dem Schiff darüber kommen wir wohl nicht. Wa? Zumindest nicht so. Gibt es da einen anderen Weg hin? Hier rüber auch nicht. Ein Vogelnest. Was ist das für eine Melodie hier? Was ist das für eine Musik hier? Oder Melodie? Hier singt wer? Das erste, was mir einfällt, wenn ich hier so ein Schiff, so ein kaputtes sehe und dann hier so ein Gesang, ist sowas wie die Lorelei, ne? Also sirenenmäßig. Okay. Komm wieder zurück, bitte. Hops. Alle wieder da? Gut. Tausch mal die Plätze bitte. So. Du gehst bitte wieder vor. Ah, Gott, Gott, Gott. Jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken. Ach ja, stimmt. Ich habe ja völlig vergessen. Ja, jetzt gucken wir mal, wer du nochmal warst hier. Der Miniatur-Weltraum-Hamster hat mich gerade völlig aus dem Konzept gebracht. Ach du Scheiße. Okay. Ah, my good friend. Ach, kennen wir uns? Just now, no? When the goblins came? Ach so, ja. You saw them up close? A few questions, if you please. There's no overstating my interest. Wer bist du? Sowas wie ein Hofschreiber? Zeig mal deine Taschen. Das flüsternde Versprechen. Wenn du eine Kreatur heilst, erhältst du 2 Züge lang einen Bonus von 1 DW auf Red. Das ist cool. Aber ich gebe jetzt nicht meine 100 schon wieder aus dafür. Schweinekopf war da dabei, warum auch immer. Okay. Mit Toten sprechen. Dunkelsicht. Säurepfeil.
Zauber irgendwas. Ölflasche. Apfel. Meerrettich. Die Herrin des Wahnsinns. Schon wieder. Wir müssen die Bücher auch nochmal lesen hier. Oh, mit Tieren sprechen. Interessant, aber ich brauche mein Geld jetzt, wie gesagt, für den Kampfstab. Tote beleben. Sengender Strahl, magisches Geschoss, Heiltrank, ja, ja, und ein Fisch. Ja. Der ist cool. Für Schattenherz wäre der ziemlich geil. Wieso seid ihr eigentlich so kaputt? Sag mal. Mein Interesse kennt keine Grenzen, na dann. Und mein Desinteresse kennt keine Grenzen, alles klar. Frag mal, was willst du überhaupt wissen? Splendid! So, dann fangen wir an. How would you describe that particular batch of goblins? Size, nature, distinguishing qualities? You search your mind, but remember nothing useful about goblin social order or behavior. Ja, das waren Goblins. Eine genaue Beschreibung liefern. Ja, ne. Kann ich das? Ne. Ich würde sagen, das waren Goblins. Goblins struck fear and awe in the heart of wilting witness. What? A mythweaver. This man has no respect for truth. And the dragon they had marching in the rear, was it of the brass or silver variety? Ich glaube, du warst woanders, hä? Das hier war kein Drache. Weder Messing noch Silber, wovon sprichst du überhaupt hier? Witnesses failed to notice the obvious dragon. Okay, er ist so ein Schaufschläger-Typ hier. Then you'll be quite free. Did the attackers rally to the absolute when they fell upon the gates? Schon wieder diese absolute. Das kann ich jetzt noch nicht mal beantworten. Haben die irgendwelche Kriegsschreie gemacht? Ja, ich glaube tatsächlich aber auch nicht. Nee. Really? Nee. Well, this does complicate things. Ja, warum? But then again. Well, never mind. I've interrogated one. A captive in this very camp. She reports they've abandoned their god Maglamiath in favor of someone called the Absolute. The scandal. Aha. Das war wohl die Gefangene, die jetzt tot ist. Über Glaube und Aberglaube möchte ich mich nicht auslassen. Never you mind. I'm on my way to their camp as we speak. I always knew my studies in Gukliak would come to some use. Nochmal, du willst dahin? Ich wusste, dass sich mein Gukliak noch auszahlen wird. Was ist Gukliak? Ist das die Sprache der Goblins? Also ganz ehrlich, das ist eine schlechte Idee. Who needs mercy when you've a quick tongue, And an invisibility potion slashed in your back pocket? Until we meet again. Ich weiß jetzt schon, dass das in die Hose geht. Wenn ich dich schon sehe mit deiner blauen Mütze, ne? Yes, I see. Und dein Bäreninterview hier. Weiß ich, dass das in die Hose geht. Ist das das Lager, wo ich auch hin will? Da werde ich da wahrscheinlich auch wieder rausziehen, ne? Das wird ein Spaß. Naja. Wie auch immer. Ich glaube, wir haben jetzt tatsächlich diesen Hain da jetzt durch, oder? Wo waren wir? Wir sind hier. Wir waren gerade da. Hier haben wir einen kleinen Schatz gefunden. Ja, da ist doch so ein... Da ist so dieses zerschollene... Schiffchen da und dieser komische Gesang. Das würde ich auch noch mal gerne sehen. Kann ich hier durch? Aber was auch immer, das wir haben jetzt schon wieder 55 Minuten. Ich würde fast sagen,
Das erste, was wir demnächst mal machen, wir gehen ins... Ja, ja. Wir gehen jetzt mal gleich mal ins Lager, würde ich sagen. Und, diskutieren mal unsere Problemchen, weil ich fürchte, da kommt eine ganze Menge. Wir haben jetzt echt lange nicht mehr gerastet und es ist viel passiert. Wir sind uns in die Haare gegangen, wir haben Ängste gehabt, wir haben dies gehabt, wir haben den kennengelernt, die kennengelernt, über all möglichen Scheiß gesprochen. Wir sind beklaut worden, haben Kinder Prügel angedroht und. Ich gebe, glaube ich, eine Menge Stuff, über die wir reden müssen. Aber das machen wir beim nächsten Mal. Ich freue mich. Danke, dass ihr da wart. Ciao.